Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen. Ja, so schnell sehen wir uns wieder sozusagen, denn soeben, ja, hat sich der erste FC Köln gemeldet und ja, mit der Überschrift FC geht in Berufung. Das, was wir auch erwartet haben, ist eben jetzt auch eingetroffen. Also jetzt hat der Club es eben auch bestätigt, dass es nicht nur ein Gerücht ist, sondern dass wirklich auch ja, von der FIFA aus da eine Strafe kommt oder zumindest, dass die Strafe auch wirklich so im Raum steht. Und deswegen geht der FC jetzt in Berufung. Antrag auf Ansetzung der Strafe. Ja, und wir gehen jetzt natürlich runter, denn wir wollen natürlich lesen, was der FC jetzt schreibt. Der 1. FC Köln wird gegen das FIFA-Urteil infolge der Verpflichtung von U19-Spieler Jakakuba Potenik beim Internationalen Sportgerichtshof CCAS in Berufung gehen. Ziel ist es, zudem bis zum endgültigen Urteil eine Aussetzung der Strafe zu erwirken. Dem 1. FC Köln ist heute, am heutigen Mittwoch, das Urteil der FIFA zur Klage von NK Olimpia Ljubljana wegen der Verpflichtung von Jaka Kuba Pocinic zugestellt worden. Pucinic war im Januar 2022 zum 1. FC Köln in den Nachwuchs gewechselt, nachdem er zuvor seinen Vertrag bei Olimpia Ljubljana wegen zahlreicher Vertragsverletzungen seitens des Clubs gekündigt hatte. Der slowenische Erstligist hatte dem Stürmer daraufhin einen rechtswidrigen Bruch seines Arbeitsvertrages vorgeworfen und ihn sowie den 1. FC Köln bei der FIFA auf Zahlung von Schadensersatz verklagt. Ist irgendwie so ein bisschen wie bei, weiß ich nicht, kennt ihr vielleicht die Serie Verklagt mich doch? Irgendwie ist das irgendwie komisch. Naja, auf jeden Fall verklagt. Dem FC wirft Pocinics ehemaliger Club vor, den Spieler zum Vertragsbruch angestiftet zu haben. Dagegen hat sich der 1. FC Köln in einer umfassenden Widerung verteidigt und insbesondere zahlreiche Nachweise vorgelegt, die eine Anstiftung zum Vertragsbruch widerlegen. Das FIFA Football Tribunal hat in seinem Urteil vom 1. Februar 2023 dennoch entschieden, dass Pocinic seinen Arbeitsvertrag mit Olimpia Ljubljana ohne Rechtsgrund gekündigt habe. Zudem sei es dem FC nicht gelungen, die Vermutung zu widerlegen, dass er als neuer Club den Spieler zum Vertragsbruch angestiftet habe. Im Ergebnis hat die FIFA wie folgt entschieden: Der Spieler wurde unter Mithaftung des FC zur Zahlung von Schadensersatz an Olympia in Höhe von 51.750 Euro verurteilt. Wie die jetzt auf diese Summe kommen, auf die genaue Summe, keine Ahnung. Warum jetzt 51.000? Warum nicht glatt? Warum nicht 60.000? Verstehe ich nicht. Egal. Wie gesagt, wie sie jetzt auf diese Summe genau kommen, weiß ich nicht. Der Spieler wurde mit sofortiger Wirkung mit einer viermonatigen Spielsperre belegt. Dem 1. FC Köln wird verboten, in den nächsten beiden Transferperioden neue Spieler national und international zu registrieren. Wie gesagt, über die Strafe habe ich ja schon auch davor im Video ja schon ausführlich gesagt, dass ich die absolut übertrieben finde. Gegen dieses Urteil wird der 1. FC Köln beim Internationalen Sportgerichtshof Berufung einlegen. Zudem wird beantragt, was? Nee, doch beantragt, die Strafe bis zum endgültigen Urteil vorläufig auszusetzen. Also, dass eben der FC noch nicht diese Strafe zahlen muss und dass der Spieler in dem Fall auch noch keine viermonatige Sperre bekommt, sondern dass er jetzt eben auch noch weiterhin für die U19 spielen kann. Deswegen, das hofft halt der FC, dass er dadurch, ja, und halt klar, dass wir diese Strafe und allgemein das nicht bezahlen müssen, ne? Ja, also es bleibt weiter abzuwarten, was jetzt passiert, ob das Urteil wirklich durchkommt oder eben ob der 1. FC Köln es nachweislich irgendwie verhindern kann und dass es dann am Ende doch anders entschieden wird. Das hoffen wir natürlich, weil,
Wie gesagt, wenn das wirklich durchgesetzt wird, ich habe ja wie gesagt schon im anderen Video das gesagt, dann sehe ich es ganz, ganz schwer beim 1. FC Köln. Da können wir eigentlich den Verein abmelden. Das ist einfach so. Weil wenn du nicht handlungsfähig bist, dann bist du eben am Arsch. Man muss es ganz klar so sagen. Deswegen, das ist, wie gesagt, ich habe ja auch andere YouTuber und so, die ja von anderen Vereinen und die sagen alle, es kann einfach nicht wahr sein. Also, wie gesagt, es gibt ein paar andere Kölner YouTuber, hier Taubi zum Beispiel, ich grüße dich, mein Lieber, hat ja auch schon ein Video dazu gemacht. Auch er hat gesagt, gab weiße größere Vereine wie zum Beispiel Chelsea, die verarschen und betrügen und keine Ahnung. Und ja, wie gesagt, da ist es aber alles okay und kein Problem. Und wie gesagt, dann kommt sowas und direkt kleine Vereine, also das ist ja immer so, die Großen gewinnen immer und die Kleinen werden eben, sorry für den Ausdruck, aber es ist einfach so, werden einfach gebumst. Es ist einfach so. Und es ist halt schade und ich hoffe, wie gesagt, dass das nicht bestätigt wird, dass wir dieses Urteil nicht bekommen, weil wenn das wirklich so der Fall ist, wie gesagt, dann wird es extrem schwer. Und zumindest für die neue Saison dann. Deswegen, ja, wie gesagt, es bleibt abzuwarten. Also, wie gesagt, der FC hat es jetzt bestätigt, dass, wie gesagt, die Strafe bei dem Verein eingegangen ist und eben auch genau die Strafe, die wir eben befürchtet haben, dass sie eben eingegangen ist, ist jetzt, wie gesagt, veröffentlicht worden vom 1. FC Köln selbst. Und jetzt wird der FC in Berufung gehen und ich hoffe, wie gesagt, dass wir da irgendwie Erfolg haben werden. Ja, wie gesagt, schreibt gerne weiterhin eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren. Wenn ich weitere Informationen habe, werde ich sie natürlich euch mitteilen. Und wie gesagt, jetzt heißt es abwarten und einfach beten, beten und hoffen, dass, wie gesagt, dass das Urteil nicht genauso, wie es halt da jetzt steht in der Anklage, dass es am Ende auch vollstatten geht. Hoffentlich nicht. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne diesen Kanal. Würde mich extrem freuen. Und ich bin damit nochmal raus. Ich denke auch, das wird es für heute, denke ich mal, erstmal gewesen sein. Aber wie gesagt, das Thema ist noch lange nicht vom Tisch. Das wird noch, ja, denke ich mal, ein paar Wochen. Ich meine, das dauert ja jetzt auch ein bisschen, bis da wirklich ich meine, da war ja auch noch die Mutter von dem Jugendlichen oder von dem Spieler da. So, die hat ja auch mit gemischt, sag ich mal. Also von daher wird sie ja auch, denke ich mal, als Zeugin dann vor Gericht stehen, sag ich mal. Also das Ding wird, denke ich, noch ein paar Wochen uns beschäftigen, glaube ich. Deswegen schauen wir mal, wie das weitergeht. Alles klar, ich bin damit raus und wünsche euch noch einen schönen Mittwochabend und bis dahin macht's gut, euer Niklas. Und ciao.